Ein Satz. Ach so, ein Satz. Okay, nochmal, zeig mal die Frage. Das schönste Feedback war, wir bekommen immer wieder gespiegelt, wie anders unsere Weiterbildung ist. Die Art und Weise, wie wir einen Workshop gestalten, das heißt, dass wir uns Zeit lassen, dass wir Diskussionen, die entstehen, Raum geben, dass wir Bedarfe der Teilnehmenden sofort einbauen, Verbesserungen vornehmen, sehr viel Wert darauf legen, dass die Leute sich bei uns wohlfühlen und das, was sie interessiert und was ihnen wichtig ist, jederzeit einbauen. Das bekommen wir immer wieder gespürt und das freut mich sehr. Man muss nicht wirkungsorientiert arbeiten, das ist vollkommen richtig. Ich kann auch sehr auf Standardisierung setzen, auf Ressourcensteuerung. Das heißt, ich arbeite einfach mit dem, was ich habe und ziehe da meinen Stiefel durch. Das kann ich machen, das kann auch in manchen Kontexten total sinnvoll sein. Aber wenn ich ein Interesse daran habe, die Motivation meiner Mitarbeitenden zu steigern, wenn ich den gesellschaftlichen Mehrwert, den ich erzeuge, versuche zu erhöhen, wenn mir nicht egal ist, was ich da draußen für eine Wirkung erreiche, sondern wenn ich ein Eigeninteresse daran habe, das zu verbessern, dann bin ich quasi gezwungen, mich auch irgendwie mit meiner eigenen Wirkung auseinanderzusetzen und dementsprechend zu handeln. Und dann sind wir eigentlich schon mal im Thema Wirkungsorientierung. Zwei Fragen, und es ist total schön zu sehen, dass das tatsächlich so ist. Das ist natürlich in unterschiedlichen Organisationen immer wieder anders, das muss man auch gestehen. Manche machen damit sehr viel, manche eher weniger. Aber was eigentlich alle mitnehmen, ist, dass sie eine Veränderung in der Sichtweise, in der Haltung haben. Und das ist spürbar, nicht nur für diese Person selbst, sondern wir haben gerade im Piloten auch umfassend evaluiert über die Geschäftsführenden, welche Auswirkungen eigentlich diese Weiterbildung auf ihre Organisation insgesamt hat. Dass Bereiche anfangen, anders zusammenzuarbeiten, dadurch, dass ihnen bewusst wird, wie sie eigentlich zusammenarbeiten können und was sie für Mehrwerte jeweils stiften. Das hat ganz andere Dynamiken entwickelt. Und natürlich dadurch, dass wir uns auch mit Öffentlichkeitsarbeit beschäftigen, können diese Organisationen viel besser vermitteln, was sie eigentlich schon erreichen und angehalten haben.